Ein Hund namens Charlie, der unter einer seltenen Erkrankung litt, bei der seine Wirbelsäule nur halb so groß war wie üblich. Das ließ ihn etwas anders aussehen als andere Hunde und führte dazu, dass er Schwierigkeiten beim Gehen und Laufen hatte. Charlies Besitzer waren zunächst begeistert, einen einzigartigen Hund zu haben, aber als er älter wurde und seine Krankheit offensichtlicher wurde, begannen sie sich von ihm zu distanzieren. Sie machten oft Witze über ihn und nannten ihn ein Freak, und noch schlimmer, sie erlaubten anderen, dasselbe zu tun. Charlie saß oft alleine im Garten und hörte zu, wie die Leute vorbeigingen und lachten und sich über ihn lustig machten. Er sehnte sich danach, dass jemand ihn so akzeptierte, wie er war, aber es schien, als würde niemand das tun. Mit der Zeit verschlechterte sich Charlies Zustand immer mehr und ihm fiel es immer schwerer, sich zu bewegen. Seine Besitzer waren frustriert von ihm und ließen ihn oft stundenlang draußen, ohne Schutz oder Wasser. Eines Tages ging eine herzliche Frau vorbei und hörte Charlies Winseln. Sie ging sofort nachsehen und fand ihn im Garten liegend, kaum in der Lage, sich zu bewegen. Der Anblick des armen Wesens brach ihr das Herz, und sie wusste, dass sie ihm helfen musste. Sie fragte die Besitzer, ob sie Charlie zum Tierarzt bringen könnte, aber sie waren nicht bereit, Geld für ihn auszugeben. Die Frau aber war entschlossen, Charlie zu helfen. Sie brachte ihn selbst zum Tierarzt und zahlte alle seine medizinischen Rechnungen aus eigener Tasche. Der Tierarzt war erstaunt über Charlies Stärke und Widerstandsfähigkeit, trotz seiner Krankheit. Er empfahl einige Übungen und Behandlungen, die Charlie helfen würden, seine Kraft und Beweglichkeit aufzubauen. Die Frau nahm Charlie mit nach Hause und begann jeden Tag mit ihm zu arbeiten. Sie war geduldig und freundlich, und langsam aber sicher begann Charlie eine Verbesserung zu zeigen. Seine Wirbelsäule mochte nur halb so groß sein wie üblich, aber sein Herz war doppelt so groß. Er war ein Kämpfer und weigerte sich aufzugeben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.